Michael Pevny, Boogie Woogie, Vienna Boogie Woogie, deine neueste Platte. Übrigens zum Video nochmal ganz kurz, ich glaube, das ist extra für die heutige Sendung gemacht. Extra für diese Sendung gemacht. Von unserem Spitzentonmeister Karl Alexowski. Ja, Gott sei Dank. So als Hobbyarbeit kann man fast sagen. Ja, Vienna Boogie Woogie, das war, glaube ich, der Titel Rolling Boogie Woogie. Das war jetzt der Titel Rolling Boogie Woogie, ja, der auch auf dieser Platte oben ist. Und die Titelnummer ist eben Vienna Boogie Woogie. Boogie Woogie ist ja eine Musikrichtung, die eigentlich schon relativ alt ist, zumindest richtig, was die Mode, ja, betrifft. Geht also zurück auf die Jahrhundertwende. Es begann ungefähr 19. also Anfang 20. Jahrhundert mit den ersten Pianisten Pinetop Smith und nahm dann seinen Lauf, bis es in den 40er Jahren dann zu einem Höhepunkt kam. Es gab die Pianisten Albert Ammons, Pete Jones und Miles Lewis, was auch direkt meine unmittelbaren Vorbilder sind. Und ohne Boogie Woogie gäbe es eigentlich auch keinen Rock'n'Roll, es gäbe keinen Swing und es gäbe auch die heutige moderne Musik nicht ohne diesen Boogie Woogie Swing. Ist ja eigentlich eine Unterhaltungsmusikform, kann man sagen. Der Boogie Woogie ist eine Unterhaltungsmusikform, ja. Disco-Musik ist, war richtig, damals war damals die moderne Musik. Also es wurde in den Bars, in den Honky-Tonks, in den Kneipen von Chicago und Harlem wurde eben diese Musik aufgeführt. Und heute ist es so, dass der Boogie Woogie Gott sei Dank schon so gesellschaftsfähig ist, dass man ihn auch in Konzerthäusern spielen kann. Es gibt